Oh, okay. Was für ein herrlicher Fund. Na? Dies dürfte euch dafür entschädigen. Bitte, mehr als 2000. Oh, 800, willst du mich verarschen? Kann ich euch diese Zwergenrätselkiste verkaufen? Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich Du gesucht. Suchst nach so ziemlich allem. Wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Bringt sie zu mir. Ich verspreche euch dafür eine schöne Belohnung. Das ist die Stimme von Batman. Das ist ganz schön was wert. Cousin Batman. Mein Glückwunsch. Bitte sehr. Das sollte ein Lächeln auf eure Lippen zaubern. Yeah, Batman hat mich bezahlt. Wie viel haben wir? Immer noch 800. Ja, Schleichen beibringen. Bleibt an meiner Seite. Ja, endlich. Dankeschön. Niemand eure Anwesenheit auch nur ahnen. Ja, okay. Sonst noch was kann der mir leider nicht beibringen. Bevor ihr bei der Suche nach Narsa helft, muss ich wissen, was ihr von Kalia erfahren habt. Okay, ja, so ziemlich alles. Sprich mit Brynjolf. Gut, das werden wir jetzt erstmal alles nicht machen. Ich will jetzt erstmal mit diesem Bogenschützen reden. Ist er das? Damit hatte ich nicht gerechnet. Das. Ich dachte, wir Lex sollte für uns besser etwas von Mercer übrig lassen. Die Zeit für die Rache ist gekommen. Wie kann Kalia nur so ruhig bleiben, wo sie nur wegen Mercer so lange auf der Flucht war? Hier, ich will... Mein Gott, ich will endlich mit dem... Ja, Schießkunst verbessern. Das ist schon ein bisschen gemein. Ich kann es nicht fassen, dass er die Schatz... Oh Mann, wieso sind denn die alle so aggressiv? Na gut, reden wir mit... Speichern. Bei der Suche nach Mercer helft, Moment, nehme ich überhaupt ab? Ja. Wissen, was ihr von Kalia erfahren so geht los. Mercer hat Gallus ermordet, nicht Kalia. Das habe ich befürchtet. Dem letzten Eintrag in Gallus Tagebuch nachzuurteilen... war er kurz davor, Mercers Aktionen aufzudecken. Sonst noch etwas? Gallus, Kalia und Mercer waren Nachtigallen. Kalia steckt hinter Goldenglanz und Honigbräu. Sie wollte Mercer vor Maven schlecht machen, was? Mhm. Gerissen. Gab es sonst noch was? Sie ist eine Nachtigall. Nachtigallen? Ja. Yep. Ich dachte immer, das sei nur ein Märchen. Nope. Eine Möglichkeit, den Gildennachwuchs auf Linie zu bringen. Hat sie euch sonst noch etwas erzählt? Nein, das war's. Dann habe ich eine wichtige Aufgabe für euch. Ihr müsst in Mercers Haus einbrechen und nach Hinweisen über seinen Aufenthaltsort suchen. Oh, und wie ich das mache? Er besitzt ein Haus in Hüften? Ein Geschenk des Schwarzdorn-Clans, nachdem sie die vorherigen Besitzer rausgeworfen hatten. Cool. Es heißt Gut Riftwald. Nett. Er ist nie da und zahlt eigentlich nur Instandhaltungskosten. Ein Typ namens Wald bewacht das Haus. Okay, ich kümmere mich drum. Seid vorsichtig, Bürschchen. Das ist wirklich der letzte Ort in Himmelsrand, an den ich euch schicken möchte. Hallo? Findet einen Weg hinein, holt die Informationen und verschwindet wieder. Ihr dürft jeden erledigen, der euch im Weg steht. Dankeschön. Wie kommt man am besten in das Gut Riftwald hinein? Gute Frage. Ich war selbst nur ein paar Mal dort, allerdings gemeinsam mit Mercer. Wenn ihr an seinem Wachhund vorbeikommt... Solltet ihr es auf der Rückseite mit der Rampe zum Balkon im ersten Stock versuchen. Okay, ich nehme nicht an, dass man leicht auf die Rampe Nein. kommt. Nein, das ist so eine verrückte Erfindung, damit Mercer schnell verschwinden kann. Ich denke, dass ein gut platzierter Schuss auf den Mechanismus der Rampe sie absenken sollte. Okay, ihr habt von einem Wachhund gesprochen. Er heißt Wald. Unangenehmer Typ. Mercer stellt auf irgendeine Art und Weise seine Loyalität sicher. Sprecht mit Vex. Sie kannte ihn sehr gut. Sehr ihr schön. Wisst, was ich meine. Okay. Was fehlt aus der Schatzkammer? Eine bessere Frage wäre, was ist noch da? Mercer hat alles mitgenommen, selbst unsere gesamten Pläne. Na, sag mal, was für Pläne? Vor Mercers Übernahme hatte Gallus alle möglichen Informationen über potenzielle Raubüberfälle für die Gilde zusammengetragen. Cool. Museen, Festungen, Anwesen, einfach alles. Als Mercer die Gilde übernahm, hatten wir bestimmt ein paar Dutzend davon. Okay, und wie soll er die Tür der Schatzkammer allein geöffnet haben? Keine Ahnung. Diese Tür ist unüberwindbar. Sie ist nur mit zwei Schlüsseln zu öffnen. Ich habe einen, Delvin hat einen und Mercer hat einen. Das war's. Es gibt keine Nachschlüssel. Wieso geht die nicht mit drei Schlüsseln auf, wenn drei Leute Schlüssel haben? So, was klappt das? Okay. Seid in Mercers Haus vorsichtig. Ich will niemanden mehr an diesen wahnsinnigen verlieren.
Naja. Wo werden wir denn mal jetzt hingehen? Ba, ba, ba. Riften. Brich in so und so viel Haus ein. Wow. Brauche ich jetzt nicht. Ich würde erstmal mit Vex reden wollen. Wo ist denn hier mal diese... Ja, hier muss ich lang. Hey, Kalia, was geht? Ich bin erleichtert, dass Brignol... Ja. Geht's denn hier lang? Ba, 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 zersplitterte Flasche. Da muss ich jetzt hin. Erstmal mit Vex reden. Keine Zeit für lange. Kannst du mich nochmal? Das wäre echt cool. Na, schade. Okay, dann wird niemand eure Anwesenheit. Ist das erstmal geklärt? Mit dem kann ich nicht reden. Mit Vex. Ich muss mich konzentrieren, falls Frei zurückkommt. Also macht schnell. Sonderaufträge, bla. Hier. Hat gesagt, ihr habt Informationen über Wald. Dieses Schwein? Oh ja. Zudem kann ich euch einiges erzählen. Mehr, als ihr wissen wollt. Wald? Positiv stimmen? Ja. Ich glaube, ihr habt die falsche Person im Kopf. Wald versteht nur eins, und das ist Gold. Ein Mann ganz nach meinem Herzen. Sehr interessant. Gewiss, aber er wird sehr viel verlangen. Ihr wollt schließlich, dass er Mercer frei verrät. Am besten tilgt ihr seine Schulden bei Maven Schwarzdorn. Ach, wenn ihr mit ihr sprecht, kann sie euch vielleicht mehr dazu sagen. Ihr könntet ihn natürlich einfach umbringen und seiner Leiche abnehmen, was ihr braucht. Mir ist es einerlei. Na gut, dann unterhalte ich mich mal mit Maven über Schwarzschulden, Waldschulden. Bedient euch ruhig, wenn ihr schon einmal im Preishaus seid. Dum-di-dum-dum-dum-dum-dum. Jetzt geht's nach draußen, reden wir mit Maven. Ob die eigentlich wieder in dieser komischen... Ah, hier geht's nach draußen. Ob die eigentlich wieder in dieser Taverne ist oder bei sich da, in diesem was auch immer Dings. So. Nee. Verfolgung. Hier, optional. Schieß auf den Dell. Brich in Mercers Haus ein. Unterhalte dich mit Vex über seine Schulden. Verschiedenes. Genau. Maven Schwarzdorn. Wo wird sie denn sein? Klasse. Moment. M. L. Unterhalte dich mit Maven. Gut. Werden wir das jetzt mal machen. Muss ja hier irgendwo rumeiern. Wow. Optional schießt auf den... Ah, das ist also das Haus. Gut, Schwarzdorn. Da muss ich mal kurz auf die andere... Deshalb braucht man hierfür einen Schlüssel. Sehr interessant. Ich habe nach euch gesucht. Ach ja, mein ich Gott. Ich soll euch etwas liefern. Ja. Aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Irgendwas von wegen eurer Erbschaft. Ach, und mein Beileid. Oh. Das war's dann wohl. Ich muss los. Gut, Objekte. Da. Naja. Moment. Na, schade. Hier, ein Brief. Die Frage ist nur, was für ein Brief habe ich bekommen? Och, das ist doch kacke, wenn ich nicht weiß, was das für ein Brief ist. Altes Edikt vielleicht. Dieser Ort sei. Nein. Agier. Was ist mit meiner Maus los? Will gerade nicht. Wieso will meine Maus nicht? Wie als würde die gerade hier nicht wollen. Na gut. Wo ist denn hier mal was? Das alte Dick brauche ich nicht. Warte, neues Buch, alte Notizen, altes Edikt in einem besorgten Bürger, Angebot zur rechten Zeit. Nope. Anweisungen. Nope. Gewöhnliche Brief eines Freundes. Ah, genau. Nope. Brief eines Freundes Nummer 2. Nope. Brief eines Freundes Nummer 3. Nope. Brief von Kai Zelmo. Nope. Lösegeld für Zarek. Geschichte. Lieferung steht bereit. Nope. Machtelemente. Die Wärme von Mara. Dimensionsbrücken. Hypothetischer Verrat. Okay, das brauche ich nicht. Spiel beim Bankett. Eine Entschuldigung. Auch nicht. Expedition. Eurem Wunsch entsprechen. Nope.
Hilfe gesucht von Zynik. Kaufurkunde von Goldenglanz. Brauche ich nicht. Hilfe gesucht von Zynik. Auch nicht. Mann, wann kriege ich denn endlich mal diese dämliche Quest? Kurze Notiz. Karte aktualisiert. Ihr müsst für mich losgehen und vor dem nächsten Turnier die fehlenden Arena-Wölfe finden. Wir haben bei den letzten Kämpfen so viele verloren und können so viele neue nicht mehr rechtzeitig trainieren. Findet sie und bringt sie schnellstmöglich zur Felsrinnenhöhle, okay? Mal danach habe ich auch schon. Museumspamphlet habe ich auch schon mal gelesen. Notiz für Rolak, nein. Assassinen der dunklen Bruderschaft. Ragots Antwort, nein, nein. Rätselhafte Notiz, nope. Rätselhafte Notiz 2, auch nicht. Schriftrolle der alten Sendschreiben. Der Abgeschworenen bezahlten Raufbolz, nope. Abgeschworenen hat man schon. Sinterhans Feldtagebuch, nein. Skoma Tagebuch des Fischers. Testament! Im Namen von Jarl Layla Rechtsprecher haben wir die traurige Pflicht, euch über den Tod von Bolly zu informieren. Bolly hat euch ein Erbe von 100 Goldstücken vermacht. Der Hof des Jarl hat eine gesetzliche Steuer in Höhe von 10 Goldstücken erhoben. Die übrige Summe wurde an einen vertrauenswürdigen Kurier zur Überbringung gegeben. Wer zum Henker ist Bolly? Okay, jetzt muss ich aber... Ja, die könnten mich wirklich fast töten. Gut, Schwarzdorn, da halte ich mich mit Schwarzdorn. Ich will hier erstmal nicht rein, bevor es Tag wird. Moment. 21, 22, 23. Jetzt. Man will ja nicht einfach so einbrechen, da, ne? Das geht ja nicht. Wer bist du denn? Die besten. Yeah. Ich verstehe zwar nicht, wie Papier dem Abschaum dieser Stadt helfen soll, aber wie ihr wollt. Maven. Ich vermute, ihr belästigt. Will du was von Mara? Hervorragend. Ich hatte noch etwas Kleinholz für meinen Küchenherd gebraucht. Wundervoll. Ich möchte Walds Schuld tilgen. Wald? Warum wollt ihr denn diesem Einfallspinsel helfen? Keine Ahnung. Er steht tief in meiner Schuld. Er hat Glück, dass ich ihn nur für Mercer arbeiten lasse. Mhm. Was hat er denn getan? Vor einigen Jahren habe ich bei einem guten Freund in Winterfeste eine einzigartige Schreibfeder in Auftrag gegeben. Wald sollte dafür sorgen, dass sie sicher bei mir ankommt. Und dann landete sie auf dem Grund des Hornrichsees. Oh, er hat sich wegen einer Schreibfeder verschuldet. Die Zauberer nannten sie die Schreibfeder der Wiederholung und verlangten für ihre Anfertigung einen überaus großen Goldbetrag. Wenn ihr die Schreibfeder findet und mir zurückbringt, wozu Wald selbst zu dumm war, okay, betrachte ich seine Schuld als bezahlt. Sehr schön. Ich dachte, ich musste schon was bezahlen hier. Finde die Schreibfeder in der Wiederholung in Hornrichsee. Oh, gut. Was ist die Schreibfeder der Wiederholung? Mit der Schreibfeder kann ich angeblich alles, was ich geschrieben sehe, bis ins kleinste Detail kopieren. Cool. Sicher versteht ihr, wie nützlich das im Geschäftsleben wäre. Besonders, wenn es dabei um das Niederschreiben von Unterschriften geht. Gemein. Was wäre, wenn sie jemand anderes in die Hände bekommt? Zum Glück braucht man für die Schreibfeder eine spezielle Tinte. Mhm. Nach einem Rezept angerührt, das nur ich allein kenne. Solltet ihr also daran denken, sie an jemand anderen zu verkaufen oder selbst zu behalten, wäre das eine wertlose Idee. Sehr schade. Was ist es oben, wie ist es oben am Hornrichsee ausgegangen? Ich hatte Wald aufgetragen, der Karawane aus Winterfeste bis zum westlichen Ende des Sees entgegenzurudern, damit er die Straßen meiden konnte. Mhm. Dieser Hohlkopf verirrte sich im Nebel und ließ sein Boot über einige Felsen schrammen, woraufhin es auf den Grund sank. Das ist blöd. Er kann sich nicht mehr erinnern, wo er war. Und bislang ist jeder Versuch, den Ort zu finden, erfolglos geblieben. Na klasse. Habt ihr eine Ahnung, wo ich suchen kann? Wald sagte, sein Ruderboot sei auf einige Felsen gelaufen. Ich würde mich einmal unter der Wasseroberfläche in der Nähe der kleinen Inseln im See umsehen. Okay. Vielleicht solltet ihr bei den Docks anfangen und euch dann in Richtung Gut Goldenglanz vorarbeiten. Ja, das dürfte eigentlich relativ fix funktionieren. Na gut, dankeschön. Ihr aus vergesst dem besser Weg. Nicht, wer hier wirklich das sagen kann. Ja, ich, ne? Haha, ich bin nämlich der Dovahkiin. Ach, oh, das tut ja richtig weh. Oh. Falsche Tasse. J. Finde die Schreibfeder. M.
ist nicht wahr. Es wäre ja sonst... Okay. Ja. Wäre ja sonst viel zu einfach. Gut, Goldenglanz ist hier. In der Nähe der kleinen Insel. Naja, okay, Gott, dann werden wir mal halt... Bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als hier mal ein bisschen zu schwimmen. Scheiße. Ich will doch bloß diese dämliche Fähre. Oh. Na, le, hopp. Grillkar, was geht? Wollt ihr etwas kaufen oder seid ihr nur zum Trainieren gekommen? Eigentlich wenn zum nicht, Trainieren, aber du kannst mir ja nichts beibringen. Nein, tut mir leid. Okay. Grüße, geschätzte Adesi kann mir auch nichts helfen. Mein Mann Bersi, wir beide sind bam, vom gleichen Schlag. Ich zu sehr um mich. Das ja, hier, bitteschön. Wie gütig. Ja, ja. Danke. Immer noch wieder mal. Gern. Euch dort draußen in Acht. Vielleicht will ja auch noch der Schmied ein bisschen was haben. Ihr wart ein bitteschön. Danke für den Segen. Ja, ja, bitteschön. Ja, ja, ja. Vorgestellte, okay. Lasst euch mal wieder blicken. Wen haben wir denn hier? Wisst ihr was von Mara? Danke. Ich will das mit Ehren teilen. Dankeschön. Ich brauche deine Hilfe nicht. Habe ich noch viel zu lernen. Ist tot, Daisy, ja. Eigentlich läuft die jetzt nicht hinter mir. Ich hoffe es zumindest. Wenn du dich bewegst und Angriff gedrückt hältst, jetzt weiß, führst du einen mächtigen Angriff durch. Wenn du dich dabei in unterschiedliche Richtungen bewegst, führst du unterschiedliche mächtige Angriffe durch oder aus. Wenn du in einem Bett schläfst, wirst du dich ausgeruht fühlen. Ja, es sei denn, es ist nicht dein eigenes. Yeah. Chris, I'm awesome. Was wollt ihr geht? Wissen? Nee, das wollte ich nicht wissen. Was geht? Der Herbstwald erinnert mich. Ja, ja, ja. Es scheint mir eine gute Sache zu sein. Wunderschön. Ich werde es mir ansehen. Irgendwann habe ich alle erreicht hier. Also, kleine Insel Nähe von Gut Schwarzthorn. Da werden wir uns jetzt mal hier gen Westen ausmachen. Oh, und da scheint was zu sein. Werden wir uns auch gleich mal hinbegeben hier. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Nee, hier sind bloß Steine. Okay, eine Feder müsste ich ja eigentlich von Weitem richtig gut sehen können. Na komm. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. In der Nähe von Gut Goldenglanz, hat sie gesagt. Wenn die NPCs hier immer irgendwelche